Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe in den letzten Wochen ein paar Teile geshoppt. Ja, es sind vor allem Herbstteile, weil eben jetzt gerade nur herbstliche Mode in den Läden zu kaufen ist. Und ich finde auch, dass der Herbst so die modischste Jahreszeit ist. Obwohl trotzdem der Sommer meine Lieblingsjahreszeit ist. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich zeige euch die Teile dann auch nochmal angezogen und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Irgendwie bin ich gerade nicht so mit meinen Haaren zufrieden. Die sitzen bzw. liegen irgendwie nicht. Weiß nicht, wohin damit. Ich mache es jetzt einfach mal so. Egal. So, wir fangen mal mit einer Sache an. Die ist, würde ich sagen, am längsten her, dass ich sie gekauft habe. Und ich bin immer noch super happy. Das ist eine Jeans. Die ist von Zara. Die meisten Teile in diesem Video sind von Zara. Das ist so eine Art Mom-Jeans. Also die ist ziemlich gerade geschnitten. Und ich finde das einfach mega cool. Die ist jetzt durchs Waschen schon so ein bisschen enger wieder geworden. Aber ja, hat hier am Knie so ein Loch und hier auch. Aber das fällt nicht so auf. Und die ist auch ziemlich hochgeschnitten, was ich gerne mag im Moment. Genau, das ist cool. So 34. Das ist eine ganz normale Jeans. Ihr seht die auf jeden Fall auch nochmal angezogen. Und die hat auf jeden Fall auch einen recht festen Stoff, was ich sehr gut finde. Und ja, die finde ich mega cool. Die sitzt mega gut. Und ich habe mich direkt in die Hose verliebt. Deswegen, ja, sehr cool, dass ich die habe. Dann noch eine Sache, die eher sommerlich ist. Die habe ich gleichzeitig mit der Hose gekauft. Das ist von Zara dieses Crop Top hier in hellblau. Das gibt es auch noch in, oder gab es zumindest, auch noch in rosa und weiß, glaube ich. Aber das finde ich mega gut. Das sitzt richtig gut. Und ich finde auch, der Ausschnitt ist total schön. Und genau, das erinnert mich so ein bisschen an so Polo-Shirts. Dass es halt ein Crop Top ist. Und das sieht auch sehr, sehr süß aus. Also mag ich mega gern. Ist natürlich jetzt wirklich eher sommerlich, aber ich finde, man kann es jetzt immer noch anziehen. Gerade wo jetzt wieder so die Clubs öffnen, trägt man ja sowieso mal kürzere Sachen. Und ich hatte das auch, glaube ich, schon einmal zum Feiern an, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. So, dann habe ich mir bei Zara so ein paar Blazer-Teile gekauft. Da habe ich so ein bisschen vielleicht übertrieben. Aber ich musste diese ganzen Teile einfach kaufen. Zum einen ist das dieser Blazer. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie man dieses Muster bzw. diesen Stoff nennt, weil den sehe ich im Moment ganz oft in den Läden. Das ist so ein, ja, grün, beige, braun, karierter. Na, ist es überhaupt kariert? Ich weiß es nicht. Ein Blazer halt. Und der hat, das ist ein sehr, sehr dicker Stoff. Und ihr seht auch hier vorne diese goldenen Knöpfe, die, finde ich, sehr schön sind. Der ist sehr elegant. Hier an den Ärmeln hat er auch nochmal diese Knöpfe. Ich finde das wirklich total schön. Und der ja, ist sehr schön geschnitten, schmeichelt der Figur. Also zeige ich euch auf jeden Fall gleich nochmal angezogen. Und ich finde, der wirkt sehr hochwertig. Hier ist tatsächlich auch noch ein Preisschild dran. Der hat 69,95 Euro gekostet. Das ist jetzt Größe XS. Ja, ich nehme bei sowas immer XS, weil die dann eben sehr ja, eng am Körper geschnitten sind, sage ich mal. Und genau, der gefällt mir mega gut. So, dann kommen wir zu einem weiteren Teil, welches den gleichen Stoff hat. Ist aber ein bisschen, ja, so nicht ganz so fest. Das ist ein Jäckchen in so pink-weiß oder eher Creme. Und das ist so ein bisschen kürzer geschnitten und fällt wirklich sehr, sehr süß. Also angezogen sieht das mega, mega toll aus. Hatte ich auch schon an. Hat meiner Ansicht nach 39,95 gekostet. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und es hat hier auch so ein bisschen Samt. Also hier sind noch so Taschen. Hier sind diesmal die Knöpfe so silber. Und hier hat man am Ärmel auch nochmal so einen Knopf. Genau, das ist halt eher so ein Jäckchen und kein Blazer. Also ist so ein bisschen cooler geschnitten. Finde ich aber auch mega cool, dass es so voll der Hingucker und peppt so ein eher schlichtes Outfit mega auf durch diese grelle Farbe. Also ich mag diesen Pinkton echt total gerne. Und ja, muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Da konnte ich nicht einfach so dran vorbeigehen. Das ist dann bei mir einfach so, da bin ich dann so schockverliebt. So, und dann kommen wir, glaube ich, zu meinem Highlight von diesem Video. Ich habe mir nochmal einen Mantel gekauft. Ihr kennt bestimmt diese speziellen, typischen Zara-Mäntel, diese dünneren. Und das hier ist einer in dieser Art. Der ist beige und oh, der ist wirklich so schön. Das glaubt ihr gar nicht.
Ich habe so, also in diesem Schnitt habe ich schon einen rosa auch von Zara und ich finde die wirklich sehr, sehr toll. Also der ist einfach beige. Man kann den hier dann zumachen. Der hat hier an den Schultern auch so ein bisschen Polsterung. Hier sind keine Taschen und ja, sieht eben auch aus wie so ein Blazer, aber ist eben ein dünner Mantel. Und hier an den Ärmeln hat der jeweils unten drei schwarze Knöpfe. Eigentlich wollte ich den nicht kaufen, weil ich halt schon diese anderen beiden Jacken gekauft habe. Das war jetzt aber an einem anderen Tag. Ich musste den aber dann auch noch mitnehmen. Der hat 59,95 gekostet und ich finde, es war auf jeden Fall die Investition wert. Genau, doch, ich finde den richtig toll. Dann kommen wir zum letzten Kleidungsstück. Ich habe gleich tatsächlich noch ein paar Schuhe. Meine Schwester, meine Mama und ich waren vor kurzem noch auf Malta. Da waren wir in einem Einkaufszentrum, unter anderem bei Pole Ralph Lauren. Und da war so ein bisschen Sale. Und da habe ich diesen Pullover hier gefunden. Da steht eben in Großbuchstaben Polo drauf und das ist nicht einfach so aufgedruckt, sondern das sind Muscheln. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Doch, das kann man, glaube ich, erkennen. Genau, das ist so ein dunkles Blau. Das ist echt ein cooler Pulli, der ist langärmlich und das ist halt ja so ein Hoodie-Stoff. Das ist Größe L jetzt, das war mit XL das einzige und ich dachte mir so, ja gut, dann ist der halt ein bisschen lockerer geschnitten, ist ja eigentlich auch immer ganz cool bei so Pullovern und der war tatsächlich jetzt von 175 Euro um die Hälfte reduziert. Also ja, ein guter Schnapper und den finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Hatte ich bisher auch noch gar nicht an. So und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Das letzte, was ich mir gekauft habe, das ist ein paar Schuhe von Pull&Bear. Das sind diese guten Schuhe hier. Ups, da wurde ich fast vom Preisschild erschlagen. Genau, das sind so beigefarbene Schuhe, so Winterstiefel würde ich mal sagen, die kann man zuschnüren. Und die sind ja aus so einem Gummistoff, würde ich sagen. Und ich finde die mega cool. Also einmal sind die halt gut für den Herbst, weil sie Wasser abkönnen. Also die kann man hier ganz leicht abwischen. Und ich finde die auch einfach mega, mega schön. Was ich auch sagen muss, die gefallen mir super gut zu dem beigen Mantel. Hatte ich auch schon zusammen so anprobiert und das sah echt cool aus, also ja, die hatte ich auch noch nicht an, die kosten oder hatten 39,99 gekostet, wie gesagt von Pull&Bear, mega coole Schuhe und kann man auch zu vielem kombinieren, finde ich, kann man total schick kombinieren mit einem Rock oder einem Kleid und halt so einer schwarzen Strumpfhose, aber auch ganz sportlich mit irgendwie einer Jeans einfach und ja, da bin ich auch sehr froh, dass ich gefunden habe. Die waren, wie gesagt, eben auch nicht ganz so teuer und dachte ich mir, ich nehme die einfach mal mit. Und ja, das tut ich so. Und das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch in den letzten Wochen schon mal so ein paar Herbstteile geshoppt. Ich finde, es macht irgendwie super viel Spaß. Gerade auch, wenn das Wetter dann so ein bisschen besser ist hier im Herbst. Also wenn die Sonne scheint, die Geschäfte zu schlendern und einfach mal so ein bisschen rumzugucken. Jetzt gerade ist ja tatsächlich auch die Glamour Shopping Week. Also da könnt ihr vielleicht auch noch so ein paar Schnapper euch holen. Muss ich auf jeden Fall auch noch mal schauen, ob ich da was finde. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!